Ich war gerade mit meinem Araber Bento beim Championat und habe gewonnen. Und das muss ich natürlich gleich der Athena berichten. Wir schreiben ihr mal einen Brief. An Athena Elfleid. Brief. Hallo Athena. Ich war gerade in Fieldgriff beim Champi und habe gewonnen. Punkt. Lass uns so doch mal Champis reiten. Lea. Mal gucken, was Athena dazu sagt. Ich habe Post bekommen von der Leia. Mal gucken, was sie so schreibt. Oh, sie hat beim Viergrößchampionat gewonnen. Bestimmt mit ihrem Araber Pinto. Tja, wenn sie möchte, dass wir mal gemeinsam Champis reiten, brauche ich definitiv ein besseres Pferd. Ich glaube, da muss ich mir erstmal ein neues Pferd kaufen. Ein Araber Pinto, damit ich mit der Leia mithalten kann. Komm, Little Pixel, wir machen uns auf und schauen uns erstmal alle Araber Pinto an. Denn da gibt es ja so viele verschiedene Farben, die muss ich mir jetzt erst einmal genauer anschauen. Zuerst bin ich zum Pferdemarkt geritten und habe mir hier die zwei linken Araber Pinto angesehen. Danach ging es zur Mühle, wo noch drei weitere Araber Pinto stehen. Aber so richtig entscheiden kann ich mich immer noch nicht. Oh je, welches Pferd soll ich wohl nehmen? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Die sind alle so schön. Ich glaube, ich muss den Zufall entscheiden lassen. Darum mache ich jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich lasse den Zufall entscheiden. In dem Fall ein Glücksrad. Ich habe hier schon mal alle mir verfügbaren Araber Pinto eingetragen. Den im Mondsicheldorf kann ich leider nicht mit dazu nehmen, da ich da mit der Athena noch nicht hinkomme. Es ist also der dunkelbraune mit der dunklen Mähne dabei, der rotbraune mit der hellen Mähne, der hellbraune mit der hellen Mähne, der hellbraune mit der dunklen Mähne und der graue mit den hübschen blauen Augen. Und jetzt bin ich total gespannt, welches es werden wird. Oh mein Gott, soll ich da wirklich raufklicken? Oh, ich kann das kaum erwarten. Welcher wird es wohl? Oh je, oh je, oh je, oh je. Na, na. Es wird der Graue mit den blauen Augen. Oh, wie schön. Die blauen Augen fand ich auch echt schön. Ach, ein graues Pferd für die Athena. Sehr schön. Juhu. Dann zurück ins Spiel und das Pferd kaufen. So, es ist also der Graue geworden. Dann gehen wir mal zurück zum Stall
und kaufen uns den hübschen Grauen hier nochmal angucken. Also so grau-braun ist der ja tatsächlich. Mit so einer schwarz-weißen Mähne. Und der hat hinten, oder ist das mein Schuh da? Doch, der hat hinten einen schwarzen Huf und einen weißen und vorne so die weißen Strümpfe, Kniestrümpfe oder wie man das auch immer nennt. Und einfach diese hübschen blauen Augen, ne? Guckt euch das mal an. Das ist schon echt hübsch. Das ist was Besonderes. Und wie schön, dass es nicht der gleiche geworden ist, den Leia schon hat. Gut, hervorragend. Dann kaufen wir ihn. Ich habe Gott sei Dank noch genug Starcoins. Pferd kaufen. Gut. Ich suche wieder mal einen Namen aus. Das kann etwas dauern. Was mit Blue wäre doch nicht schlecht. Haben wir Blue? Blue Crystal, blauer Kristall. Blue Diamond, blauer Diamant. Warum nicht? Blauer Diamant ist irgendwie... Ja, das spricht mich gerade total an. Es wird blauer Diamant. Ach, ich freue mich. Ich liebe es, Pferde zu kaufen. So, mein Little Pixel. Lass uns mal nach Hause reiten. In Athenas Stall stehen ja noch nicht wirklich viele Pferde. Umso schöner ist es, dass jetzt hier noch ein neuer eingezogen ist. Hallo, Blue Diamond. Schön, dass du hier bei uns bist. Ach, sehr schön. Das gefällt mir total gut. Galoppieren wir doch hier mal die Stallgasse ein bisschen rauf und runter. Hervorragend. Dann hat Athena ja was zu tun, dieses Pferd zu leveln, um dann auch mal bei einem Championat mitzumachen. Athena hat ihren Arapapinto gefunden. Ich denke, sie werden glücklich miteinander. Diese Auswahl mit dem Zufallsgenerator fand ich mega witzig. Ich glaube, das werde ich öfter mal machen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und mein Video geguckt habt. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dann, eure Leia.